Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video für den Monat Oktober-November. Ja, wenn du wissen möchtest, wie meine Meinung zu diesen Produkten ist, dann bleib doch einfach. Starten wir mit der Dusche. Und zwar habe ich aufgebraucht von Valea das After Sun Duschgel. Es ist ein Duschgel eigentlich für den Sommer, wie der Name schon sagt. Es entfernt Sonnencremereste, es entfernt Salze, Meersalz von unserer Haut und Chlorrückstände und so weiter. Das ist mein Lieblingsgel, Duschgel, aus dem Grund, weil es so toll riecht. Es riecht wirklich nach Sonnencreme, nach Urlaub und das kaufe ich eigentlich das ganze Jahr über. Und wenn ihr mal im DM seid, dann schnuppert mal dran. Dann wisst ihr, warum ich dafür schwärme. Weiter geht's mit einem Duschgel von Isana. Das hat eigentlich die gesamte Familie aufgebraucht. Das ist eine Limited Edition gewesen. Und zwar in der I Love You Jelly Edition. Ich weiß nicht, wonach es genau riecht, aber es riecht wirklich sehr süßlich, bärig. Sehr mädchenhaft, würde ich sagen. Genau, und aufgebraucht ist es, nachgekauft wird es nicht mehr, weil es eben eine LE ist. Kommen wir zum Shampoo. Das hier ist ein richtig gutes Shampoo gewesen, das ist aber im Ausverkauf gewesen und es gibt es also nicht mehr zu kaufen. Das ist von Schauma Meerestraum und es rocht sehr frisch. Sehr frisch neutral, würde ich sagen. Es roch nach süßlichem frischer Duft, süßliches Wasser, Meer, ich weiß nicht. Es riecht auf jeden Fall sehr angenehm, hat mein Mann auch benutzt, das hat die ganze Familie benutzt. Und es ist ein einfaches Feuchtigkeitsshampoo gewesen. Und ich fand es gut. Wenn es das noch zu kaufen gäbe, würde ich es nochmal kaufen. Außerdem, ja, Flasche besteht aus 96% recyceltem Plastik. Davon ist die Hälfte Social Plastik. Genau, frei von Silikonen, Parabenen. Also dafür fand ich es richtig, richtig gut. Dann habe ich hier im Ausverkauf gekauft von Herbal Essence ein Shampoo. Es riecht wirklich sehr gut nach Aloe Vera und Bambus soll auch mit drin sein. Ich habe noch nie an Bambus gerochen, von daher weiß ich nicht, ob man Bambus herausriecht. Auf jeden Fall Aloe Vera. Es ist ein süßlicher Duft und ich weiß leider jetzt nicht, ob es das noch zu kaufen gibt, auch wenn es im Ausverkauf war. Vielleicht kommt es wieder. Ich fand es gut. Der Duft war eigentlich relativ lange in den Haaren erhalten geblieben. Aber ich glaube, ich würde es mir jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Hier habe ich ein Kokoswasser, nennt es sich. Es ist eine Spülung von Balea, Schönheitsgeheimnisse. Es ist eine Feuchtigkeitsspende-Spülung gewesen und ich fand die richtig gut. Also es war richtig angenehm, sie zu benutzen. Die Haare waren dann hinterher schön weich und leicht kämmbar. Und das ist auch ohne Silikone. War im Angebot. Ich glaube, es gibt das nicht mehr zu kaufen, aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder ins Sortiment nächstes Jahr. Wenn ja, dann würde ich es mir vielleicht sogar nachkaufen. Got to be. Das war mal in einer Beautybox vor ewig langer Zeit. Ich habe es leider nicht geschafft, es aufzubrauchen. Es ist eigentlich noch bis hier oben voll. Und ja, es ist ein Ansatz Boost Spray. Größenwahn nennt es sich. Ich habe es nicht mehr benutzen können. Also ich wollte es wieder anwenden und dann habe ich gemerkt, dass hier der Sprühkopf total verstopft ist, dass da kein Produkt mehr herauskommt und ich habe alles versucht, es sauber zu machen irgendwie. Ging einfach nicht und deswegen, ich kann damit leider nichts anfangen, wenn der Sprühkopf nicht sprüht. Genau, und deswegen werde ich das einfach mal aussortieren. Das ist von Dr. Severin eine Creme, die helfen soll,
vorbeugend oder auch zur Behandlung gegen Dehnungsstreifen vorzugehen. Und also mir persönlich hat es jetzt nicht großartig gebracht. Ich habe Dehnungsstreifen, habe die ganze Tube auch auf einer Stelle angewendet und ich habe da jetzt keinen Unterschied gesehen. Ich glaube, das ist auch nicht für die Dehnungsstreifen gedacht, die während einer Schwangerschaft entstehen können, sondern eher bei einer Abnahme vielleicht, bei einer schnelleren Abnahme, weil hier steht, vor und nach dem Training großzügig auftragen. Genau, es kann ja sein, ja, beim Training kriegt man noch keine Dehnungsstreifen. Nur wenn man ganz schnell abnimmt, weil man halt sehr viel trainiert. Ich weiß es nicht. Genau, ich habe auf jeden Fall auf meinen Dehnungsstreifen angewendet. Es hat mir nichts gebracht. Aber ja, meine Haut ist auch ein bisschen älter. Ne? Vielleicht hilft das bei etwas jüngeren Leuten. Bei dieser Creme ist es so, was mir nicht gefallen hat, dass diese Creme einfach nicht einzieht. Also ich habe sie eingecremt und einmassiert, habe ewig lange für gebraucht, dass die Creme überhaupt einzieht. Und außerdem mag ich den Geruch nicht. Da ist wohl Shea-Butter drin, aber dieser Geruch, der ist nicht sehr angenehm. Ich denke, es gibt auch andere Anti-Stretch-Mark-Creams, die vielleicht genauso gut oder schlecht funktionieren, aber dafür auch besser riechen. Oh Gott, ich habe ein Parfüm aufgebraucht und ich fand das nicht so lecker. Und zwar von Spirit. Das ist nicht aufgebraut. Ich habe ja nur mal drin, aber ich kann den Geruch einfach nicht. Ich mag den Geruch einfach nicht. Und ich habe es hinterher dann auf dem Klo benutzt und da war mir das schon zu... also ich mochte den Geruch auch auf der Toilette nicht. Genau, und das ist Spirit. Und zwar die Sorte of Fizzy Tangerine. Spirit hat auch verschiedene Sorten. Es gibt Duftnoten, die ich da sehr gerne mag. Aber gerade speziell diese blaue Variante mochte ich überhaupt nicht. Und ja, wenn man etwas nicht mag, nicht braucht, dann kann es auch weg. Für die Beine, Arme, keine Ahnung wo sonst noch, benutze ich immer das Valea Rasiergel. Das ist jetzt die Sorte Iced Berries. Die Sorte gibt es nicht mehr. Das war eine LE. Ich weiß nicht wann, vor ein paar Monaten. Und da habe ich mich halt gut eingedeckt, weil sie sehr, sehr stark reduziert waren. Auf, ich glaube, 50 Cent pro Flasche. Genau. Und ich komme damit sehr, sehr gut klar mit diesen Rasiergelen. Und die Haut lässt sich... also die Härchen lassen sich problemlos entfernen, die verstopft die Klinge nicht. Ja, also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und der Duft ist natürlich auch super, super lecker. Kommen wir zum Gesicht. Und zwar habe ich aufgebraucht das Balea Wasserspray Aqua. Und es ist einfach eine pure Erfrischung. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Ja, ein bisschen ist noch was drin. ist aber auch schon komplett leer, ja. Es ist einfach ein Wasserspray, was man immer benutzen kann zwischendurch. Im Sommer, wenn es zu warm ist, dann hilft so eine kühle Tröpfchenschicht. Dann noch der Ventilator. Also das hat mir sehr, sehr gut, sehr über den Sommer geholfen. Und ja, zum Make-up fixieren, so wie jetzt gerade. Oder... ja, wenn die Heizungsluft die Haut austrocknet und dann zwischendurch mit diesem Balea Wasserspray übers Gesicht sprühen. Eine reine Wohltat, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Sebamed Micellenwasser, Anti-Pollution, Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen. Es ist ein Micellenwasser, was relativ gut funktioniert hat, finde ich. Also es hat Make-up entfernt, das Augen-Make-up auch, war auch ganz okay. Wasserfestes Make-up eher nicht.
also Mascara und so weiter. Aber es hat sehr, sehr gut funktioniert, finde ich. Wenn man jetzt vielleicht eine empfindlichere Haut hat, vielleicht sollte man das mal probieren. Weiter geht's mit diesem Balea Waschgel. Das habe ich eigentlich immer da bisher. Hatte ich das immer nachgekauft, weil es ein ganz schönes, neutrales Waschgel ist fürs Gesicht. Das ist ein Waschgel für normale und Mischhaut. Und dann, ja, also ich habe es sehr gerne benutzt, weil es auch nicht in den Augen brennt, finde ich. Dazu habe ich dann auch dieses Gesichtswasser benutzt. Also erstmal Waschgel, Gesicht gewaschen und dann bin ich mit einem Wattepad und dem Gesichtswasser von Balea nochmal über die Haut gegangen. Diese beiden habe ich eigentlich schon seit Teenageralter habe ich die benutzt und ich glaube, es ist auch so eine Art Nostalgie dabei, dass ich es mir immer wieder nachkaufe. Aber ich finde, sie sind sehr gut für kleines Geld und kann ich jedem weiterempfehlen und ich denke, das werde ich mir dann auch immer wieder nachkaufen. Eine Maske von Chevins und zwar die Cell Therapy Hydrogelmaske Anti-Age Booster. Das ist eine Maske, die in zwei Teilen aufgeteilt ist und die ist getränkt mit einem Serum. Also die ist richtig getränkt mit einem Serum. Oberteil, Unterteil, dann sind die noch geschützt mit Folie. Ja, ich finde, sie hat einen tollen Effekt. Ja, also die Haut war hinterher richtig gut durchfeuchtet, finde ich. Ich habe es immer abends drauf getan, vor dem Schlafengehen. Also diese Maske und dann habe ich hier noch ein paar Masken. Aber das wollte ich euch halt in die Kamera halten und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ein weiteres Gesichtsprodukt, das war in einer Beautybox und ich glaube, die war auch in der Höhle des Löwen, die Dame, die das erfunden hat. Und zwar ist das die Firma Five. Es ist ein Gesichtsöl für unreine Haut. Genau, ich habe es ausprobiert auf meinem Gesicht und ich fand die Wirkung nicht schlecht. Ja, es ist ein Gesichtsöl. Ich habe allerdings nur abends drauf gemacht und hinterher habe ich mein Gesicht ausgelassen, weil ich gemerkt habe, es ist einfach nicht für meine Haut geeignet. Also ich bin ein ganz anderer Hauttyp. Das ist für unreine Haut. Ich bräuchte wahrscheinlich etwas für trockenere Haut. Genau, aber das Ding ist, bei diesen Produkten von Five sind wirklich nur die notwendigsten Inhaltsstoffe drin. Also hier sind, wie der Name schon sagt, fünf Inhaltsstoffe drin. Hier zum Beispiel Jojobaöl, also in der Bio-Variante, dann Squalan, dann Schwarzkümmelöl, auch Bio, dann Vitamin E und ätherisches Grapefruitöl. Auch in Bio. Ja, es ist ein praktischer Pumpspender dabei gewesen. Man konnte es sehr gut dosieren, aber hinterher habe ich mir einfach die Beine damit eingerieben, weil ich es doch irgendwie aufbrauchen wollte und es nicht für mein Gesicht geeignet war. Vom Duft her, das wollte ich auch nochmal sagen, ist es wirklich sehr, sehr neutral. Also es riecht nach Öl. Nach Naturkosmetiköl, würde ich sagen. Der Duft ist sehr dezent. Es ist kein ekliger Naturkosmetikgeruch, den manche nicht mögen. Ja, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Es ist auf jeden Fall 100% natürlich. Kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Und zwar musste ich mich trennen von Puder. Genau, und ein Puder ist mir nämlich, wirklich ehrlich leer gegangen. beziehungsweise nicht komplett, sondern da war noch ein ganz, ganz kleines Stück drin.
Und das ist mir dann weggebrochen. Und von daher kommt das hier auf jeden Fall weg. Das ist eine LE gewesen von P2 aus der Reihe Sea Breeze, glaube ich. Irgendwie hieß die so. Sea to Face Compact Powder. Sea Breeze. Ja, ich glaube, das war eine LE. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Bin am überlegen, ob ich das überhaupt wegschmeißen soll, weil hier ein Spiegel dabei ist. Ich glaube, ich behalte das. Das ist sehr gut weiter zu benutzen als ein Taschenspiegel. Fällt mir gerade so auf. Genau. Genau. Aufgebraucht. Dann werde ich mich hiervon trennen. Das ist auch eine LE gewesen. Ist das eine LE gewesen? Ne, es ist auf jeden Fall eine Reihe gewesen, die in der Theke drin war. Also ich glaube, das war keine LE. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Und zwar bei Trended Up Ever Nude. Es ist ein perfektionierendes Puder. Das heißt also mit verschiedenen Farbnuancen und durch die Kombination der Farben entsteht dann ein ebenmäßiges Finish. Hat mir sehr gut gefallen. Leider ist es mir auseinandergebrochen. Und ich habe auch keine Lust, das zu reparieren mit Alkohol, denn ich habe genug Puder in meinem Sortiment und von daher kommt es weg. Davon werde ich mich auch trennen. Das ist ein Highlighter von Trended Up aus der Nomadic Elegance Reihe. Und ja, ich habe es einige Male benutzt. Das ist auch schon sehr gut so aufgebraucht, nicht aufgebraucht, aber sehr gut benutzt, würde ich mal sagen. Aber ich kann mich mit dieser Farbnuance einfach nicht anfreunden. Passt nicht zu mir irgendwie. Es ist zu hell. Und wenn man es auf die Haut aufträgt, sieht es eher aus nach weißem Puder mit ein bisschen Glanz drin. Ist für mich kein schöner Highlighter und von daher kommt es weg. Ich bin so enttäuscht von diesem hier. Das habe ich so lange aufbewahrt. Es ist auch nicht kaputt oder so. Es ist auch nicht so alt, glaube ich. Ich wollte es halt jetzt benutzen. Das ist übrigens von L'Oreal aus der Nude Magique Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja, auf jeden Fall ist es ein Cushion Make-up. Das heißt, man öffnet es hier. Hier kommt dann noch so ein Schwämmchen oder ein Applikator. Und dann kann man hier die Dose öffnen. Hier kommt dann das Make-up in einem Kissen oder Kissen getränkt mit dem Make-up. Ich habe es benutzt und ich war nicht zufrieden. Ich war so enttäuscht, weil es wirklich sehr, sehr meine Poren betont hat. Finde ich eigentlich schade. Ich hatte vorher nämlich das Nude Magic Flüssig Make-up gehabt. Die fand ich toll. Also die Reihe fand ich toll, haben sie aber nicht, schon lange nicht mehr im Sortiment. Das sind so Glasflakons gewesen mit einem lila Deckel. Lila Schraubverschluss, ich fand die richtig toll und deswegen habe ich mir erhofft, dass das hier das gleiche ist, nur halt getränkt, nicht getränkt, sondern nur nur in Kissenform. Getränkt in einem Kissen. Kissen getränkt mit diesem Make-up, genau. Und ist es nicht. Kann ich nicht empfehlen. Finde ich schade. Ja, das hübsches Döschen. Schön zum Mitnehmen. Mit Spiegel drin und mit Puder, mit Quaste. Finde ich ganz toll. Aber leider passt das Make-up nicht für mich. Hier habe ich eine Mascara von der Firma Fitness Cosmetics. Und zwar hat die Firma eine Zusammenstellung herausgebracht, die nennt sich Strong. Da ist Make-up bei, da ist Eyeliner bei, Mascara ist dabei und Lipglosse. Genau.
Und das sind halt Produkte, die sehr, sehr lange auf der Haut halten sollen oder halt auf den Augen, wo auch immer, auf den Lippen. Und die sollen sogar das starke Schwitzen beim Sport aushalten. Und ich habe darüber auch schon eine Review gemacht, über dieses Make-up oder über dieses Komplettpaket, kann ich euch unten verlinken in der Infobox. Ich fand die nicht schlecht, ja, also ich fand die haben richtig gut gehalten. Das ist halt die Mascara aus der Reihe und die ist jetzt aufgebraucht, beziehungsweise die ist, ja, die riecht schon nicht mehr so gut und von daher kommt sie jetzt weg. Dann habe ich hier von Essence The Eyebrow Pen. Das ist ein Augenbrauenstift, der vorne einen Applikator hat, der so ein bisschen gezackt ist und sozusagen quasi die Augenbrauenhärchen nachstricheln kann. Hat auch wirklich sehr gut gehalten über den Tag. Hat nicht verschmiert, trotzdem, was ich doof finde, ist, dass sie sehr schnell aufgebraucht wird. Also das Dinger hat nicht lange gehalten und man muss es immer so halten, ja, also so aufbewahren, damit das Produkt sich dann, dann nach vorne rutscht, dass der Applikator sich vollsaugen kann. Und wenn es nämlich die ganze Zeit so aufbewahrt worden ist, dann muss man ewig lange warten, bis es wieder nach vorne rutscht. Es ist auf jeden Fall sehr schnell aufgebraucht worden von mir, obwohl ich es nicht jeden Tag benutzt habe. Deswegen würde ich es mir auch nicht nachkaufen. Ein Nagellack, der kommt auch weg. Der ist zwar noch gut gefüllt, aber der zur Hälfte sehe ich gerade. Also der ist ja zur Hälfte gefüllt. Aber der zieht schon Fäden. Also ich habe ihn wirklich oft benutzt. Ich mag schwarzen Nagellack. Der zieht schon Fäden und es macht einfach keinen Spaß mehr, den aufzutragen. Genau, und deswegen kommt er weg. Das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.